Liebe Freundin, lieber nicht regieren als falsch. Mit diesem Satz hat die FDP am Sonntag die Sondierung beendet. Und ganz ehrlich, an diesem Spruch selbst ist ja erstmal gar nicht so viel falsch. Auch wir als Grüne haben immer gesagt, dass wir ergebnisoffen sondieren. Und unser Anspruch war immer, regieren ist kein Selbstzweck. Und es ist kein Zeichen von Verantwortungslosigkeit, Sondierungen zu beenden, weil es inhaltlich nicht passt. Und deshalb sollten wir die FDP jetzt auch nicht einfach aus einer abstrakten staatspolitischen Verantwortung heraus kritisieren. Denn die FDP hat die Sondierungen gerade nicht aus inhaltlichen Gründen abgebrochen und sie hat sie vor allem nicht abgebrochen, weil sie keine Perspektive für eine liberalere Gesellschaft gesehen hat. Ganz ehrlich, wir Grüne waren es doch, die in den Sondierungen immer wieder für liberale Bürgerrechte und Rechtsstaatlichkeit kämpfen mussten. Der FDP waren diese Themen, ganz ehrlich gesagt, scheißegal. Ganz im Gegenteil, hat sich immer wieder hingestellt und die CSU von rechts überholt. Nur damit Lindner jetzt seine One-Man-Show von dem Mann, der durchgreifend Verordnung schafft, weiterführen kann. Unter diesem Kurs entwickelt sich die FDP zu einer migrations- und europafeindlichen Partei. Und das ist, was verantwortungslos ist. Und das ist es, was in Zeiten einer nach rechts rückenden Gesellschaft brandgefährlich ist. Doch zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass die Koalitionsverhandlungen nicht nur wegen der FDP schwierig waren, sondern auch wegen den Unterschieden zwischen diesen Parteien und wegen dem Verhalten von CDU und insbesondere CSU. Scheuer und Dobrindt haben sich in den letzten Wochen immer wieder hingestellt und notwendige Schritte gegen die Klimakatastrophe als Unfug diffamiert und eine rassistische Flüchtlingspolitik eingefordert. Es hilft absolut niemandem, wenn wir diese Unterschiede jetzt kleinreden oder immer wieder betonen, wie nahe wir uns in den Sondierungen gekommen sind. Ich verstehe ja, dass es dabei auch darum geht, im Blame Game nach den Sondierungen jetzt zu zeigen, dass die FDP die Alleinschuld trägt. Aber ganz ehrlich, das haben wir doch überhaupt nicht nötig. Die FDP diskreditiert sich doch jeden Tag mit jedem neuen Tweet von Christian Lindner schon bereits selbst. Im Gegenteil sollten wir diese Unterschiede, die sie gezeigt haben, doch als eine Chance verstehen, als eine Chance, um zu zeigen, wofür wir stehen, als eine Chance, um zu zeigen, dass unsere Politik eben nicht beliebig ist und als eine Chance, um zu zeigen, dass mittlerweile nicht alle Parteien dasselbe wollen und alle schon Öko machen. Ich möchte, dass wir diese Chance nutzen, um Menschen für unsere Positionen zu begeistern, sie zu mobilisieren und gesellschaftliche Mehrheiten für grüne Positionen zu erreichen. Und das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Viele Menschen haben doch gesehen, wie schwer es ist, grüne Inhalte mit diesen neoliberal-konservativen Partnern umzusetzen. Viele Menschen sehen gerade jeden neuen Tag, was für eine schäbige Politik Schwarz-Gelb zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen macht. Und viele Menschen haben auch gesehen, wie wir in den Sondierungen gerade in der Flüchtlingspolitik eben nicht nur bis an die Schmerzgrenze, sondern viel zu weit darüber hinausgegangen sind. Und da erwarte ich, wenn sich nun ein Herr Müller von der CSU hinstellt und behauptet, die Grünen hätten in den Sondierungen bereits einer weiteren Aussetzung des Familiennachzugs zugestimmt, dann können wir darauf doch nicht mit Kuschelkurs reagieren, sondern müssen wir uns hinstellen und sagen, dass das eine Lüge ist. Und wir müssen uns hinstellen und zeigen, für welche Inhalte wir in den Sondierungen eben nicht nur gegen die FDP, sondern auch gegen die Union gekämpft haben. Und wir müssen glaubhaft versichern, dass wir weiter ohne Einschränkungen für diese Inhalte kämpfen werden. Und dazu gehört ganz klar, dass die Kompromisse, die wir in diesen Sondierungen gefunden oder angeboten haben, genau das sind Kompromisse. Und sie dürfen auf keinen Fall die Leitlinie unserer zukünftigen Politik werden. Ab jetzt muss wieder 100% grün gelten. Nach den Sondierungen dürfen wir eben nicht die Partei sein, die den Unionsfreien von Humanität und Ordnung übernimmt, sondern wir müssen die Partei sein, die ganz klar macht, wir stellen Menschenrechte und den Schutz von Geflüchteten in den Fokus und wir machen eine Politik, die langfristig dafür sorgt, dass kein Mensch mehr fliehen muss. Und wir dürfen eben auch nicht die Partei sein, die Politik in erster Linie für unser Land oder für unsere Partei macht, sondern wir sind die Partei, die Politik macht für ein solidarisches Europa, für globale Gerechtigkeit und für die Rettung des gesamten Planeten. Vielen Dank.